stehe auf diese Einspieler. Schönen guten Morgen bei dem nächsten Motivationsvideo, ja, in dieser dunklen Nacht, wo man sich fragt, was haben wir alles selbst gemacht? Ne? Also schaut doch mal, ja, jetzt kommt die Musik wieder etwas runter. Schaut doch mal, wie ihr eure Nacht verbracht habt und wie ihr in die Motivation kamt. Und egal, ob man sich auch manchmal verspricht oder nicht, ich denke, dass jeder Mensch für sich die Wahrnehmung haben darf, in der Nacht, am Vorabend schon, heute wird ein guter Schlaf und morgen wird ein guter Tag. Und so setze ich auch direkt an dem Video an, was ich davor für euch vorbereitet habe, was, ich sag mal, für euch einen Moment lang eine gewisse Zeit kostenlos und frei zur Verfügung steht. Und es geht sich im Allgemeinen immer um die Motivation und die Energie, die wir erzeugen möchten. Und ich habe eine wunderbare Geschichte zum Anfang dieses kleinen, ja, Zusammentreffens von uns beiden hier. Ich weiß auch nicht, ob du in der Gruppe gerade so ein Video guckst oder sowas. Mir würde es sehr gefallen, wenn ich sehr viele Menschen auf einmal erreiche. Aber mir reicht es auch, wenn ich nur eine Seele da draußen mit ergreifen darf, in die Motivation zu kommen und über sich hinauszuwachsen. Aus der Nacht heraus, ja, wo wir einen Schlaf hatten, der heilend ist, in den neuen Tag hinausgehen und nach wunderbaren, erfolgsamen Dingen streben. Das ist das, wonach ich, ja, mich richte. Das hier ist ein Faktor. Und du fragst jetzt, was das für ein blaues Zeug ist. Das ist keine Chemiekram oder sowas. Das ist blaues Spirulina-Pulver. Das sind die Mittel, die ich nehme, um meinen Geist, meine Seele mit den richtigen Nährstoffen zu versorgen. Und blaues Spirulina-Pulver ist hochgradig, da ist noch Selen mit drin, also hochgradig selenhaltig. Und es ist auch noch organisch gebundenes Silizium mit drin. Es ist quasi das, was mich über Nacht etwas aufgebaut hat. Ich hatte natürlich auch andere Dinge genommen. Und jetzt kommt es nämlich, was nehmen wir für Dinge zu uns, was nehmen wir für Dinge wahr für unser Leben, um mehr Energie zu haben? Sind wir in der Nacht schon ganz, ganz krass genervt von Mücken und können dadurch nicht in den Schlaf finden, oder sind wir entspannt und haben die richtigen Mittel, um unseren Schlaf, unsere Nacht erholsam ablaufen zu lassen? Und ich freue mich, wenn ich dich hier in dieser Videoformatreihe begrüßen darf. Ich nehme dich gerne an. Und jetzt kommen wir zum Thema, denn hier schwirren auch ein paar Mücken rum, die ablenken können oder nicht. Also wenn du mal siehst, dass ich mir ab und zu mal klatsche oder so, hat das einen Grund, hat das einen Sinn, hat das eine Vorgeschichte. Ja, ist nicht einfach willkürlich eine spastische Bewegung oder sowas. Das ist, weil mein Körper, mein Geist auf etwas reagiert, was auf mich Einfluss nehmen möchte. Und es gibt viele Dinge da draußen, die dich aussaugen wollen. Ja, ob es jetzt Mücken sind oder ob es andere Charaktere deines Lebens sind, die deine oder von deiner Energie zehren. Die Frage ist immer, können wir das erkennen? Können wir dort gegen ankommen? Und ich erzähle dir mal einen Traum, den ich gerade hatte. Da bin ich nämlich so hochkrass motiviert aufgewacht. Es war wohl ein Urlaubsparadies, eine Landschaft, die so ein bisschen an asiatische Tempel erinnerte und Staudämme, wo das Wasser einem sehr behaglichen, wunderbar gepflegten Steindamm entlang lief. Es war das Wasser, was zu viel ist, was kontrolliert den Fluss weiterlaufen dürfte und geformt wurde. Eine Mischung von Natur und Mechanismus ergab sich da. Es war wie ganz, ganz kleine, viele schwarze Steinchen aufeinandergestellt, ja, in einer gewissen Reihenfolge, um das Wasser dort durchrinnen zu lassen. Am Rand waren dann kleine mauerartige, zickzackförmige Kanäle gebaut, die auch noch Wasser führten und abliefen, laufen lassen haben. Und dort lebten Wesen, die sehr fantasievoll von dem äußeren Erscheinungsbild in ihrer Optik waren. Und diese Wesen waren Fabelwesen. Sie entwickelten sich mit jedem Moment weiter, wo sie Energie bekamen, wo ihr Bewusstsein größer wurde. Und wenn wir uns mal vorstellen, dass unser Bewusstsein das ist, was
was uns förderlich ist für die Entwicklung oder was uns behindert, dann können wir uns auch vorstellen, wie groß wir werden könnten, wenn wir mit unserem Bewusstsein ja, in ein Gespräch gehen würden, in einen Dialog. Und ich glaube, ich bin ein ziemlich kurios denkender Mensch, weil ich sehr antizyklisch in meinem Wahrnehmungserscheinungsbild ja, auf dieser Welt, in dieser Welt wirke. Die Frage ist immer, was können wir bewirken mit unserem Tun? Also frage ich mich immer, was kann ich tun, um in anderen etwas zu bewirken? Und dieser Satz allein ist doch schon ein großer Mehrwert für unser Bewusstsein, oder? Denn wenn wir erkannt haben, dass wir immer nur einen Gegenwert bekommen, wenn wir einen Wert abgeliefert haben, dann können wir auch so die verschiedenen Entscheidungen in unserem Leben treffen. Und so war ich in dieser Fantasiewelt ja, mit einer Aufgabe versehen worden. Ich sah nämlich, wie eine Kugel aus Stein diesen Weg von dem Staudamm, diesem Wasserfluss hinunterrollte, auf dieser Zickzackbahn von den Kanälen. Und ich dachte nur, was ist das für ein krasser Stein, für eine Kugel? Und dieser Kugel, du kannst dir so vorstellen, diese Kugel, die wurde gehalten ja, von einem großen, mächtigen Wesen, einem Greif, einem Löwen, einem Drachen. Ich weiß nicht, ich habe nur den Fuß gesehen, die großen Pranken, die diesen Ball gehalten haben, aber die haben sich gelöst, es war eine Statue. Und dann rollte diese Kugel aus Stein gefertigt, so filigran, dort hinunter, dass ich wie selbstgesteuert hinterher lief. Denn alle anderen schauten nur dumm und haben sich gefragt, was das sein sollte. Aber ich wollte wissen, ich wollte dem nachgehen und wollte meine Fragen beantwortet haben. Und ich sprang dort entlang und hielt diese Kugel an. Ich fühlte mich so schwerelos und stand auf dieser Kugel drauf und balancierte dort. Und ihr müsst euch vorstellen, das ist ein Traum und in Träumen können wir alles machen. Und ich balancierte diese Kugel wie auf so einem Ball ja, entlang und schob diese Kugel mit meiner Kraft wieder hoch. Ich konnte sie quasi mit meiner Motivation anheben, mit den Beinen kurz auf das nächste Stück, das nächste Element bringen. Und von da aus habe ich es auf die Bahn gebracht, die dann zickzack wieder nach oben führte und rollte diese Kugel dorthin. Und viele Menschenwesen, die dort rumstanden und schauten, fragten sich, was macht der denn da nur? Und genau das ist der Gedanke, meine lieben Freunde. Die meisten Menschen, die fragen sich andersrum, was muss ich machen, ja, damit ich anderen nicht unangenehm auffalle. Aber ich denke mir, was darf ich machen, um Menschen im Außen angenehm aufzufallen, damit sie selber in den Genuss kommen, darüber nachzudenken, wie helfe ich anderen Menschen, wie unterstütze ich sie, wie darf ich andere weiter begeistern und sie mitreißen. Und ich hoffe, dieses Motivationsvideo am Morgen hier, Teil 2, bringt dir was, um deine Gedankengänge in Wallung zu bringen. Und ich habe dann diese Kugel ganz, ganz wieder nach oben genommen und dann war da natürlich dieser Staudamm. Dieser Staudamm war ein wirklich warmes, angenehmes Quellwasser. Komisch, ne? Und dieses Quellwasser, da badeten die Menschen drin, die die Weisheit erlangt haben, dass die Dinge nicht immer so sind, wie sie scheinen. Und es war wohl ein Wesen da, was eher wie, ich kann es gar nicht sagen, wie ein Kind in diesem Wasser schwamm. So rein und so klar und so voller Selbstsicherheit, dass das wunderbar ist. Und erst als von außen andere Menschenwesen sich fragten, wenn das für das Wesen so schön ist, könnte es doch für mich auch schön sein. Aber viele denken immer, wie kann ich das Wesen da draußen ausnutzen, um meine Vorteile zu erlangen. Und es war fast wie eine Fee zu beschreiben, dieses Wesen, was dort so filigran im Wasser schwamm. Vielleicht eine Meerjungfrau in der vorevolutionären Entwicklung oder so. Ich kann es dir nicht sagen. Auf jeden Fall war der Traum sehr, sehr, sehr fantasievoll. Um mich herum waren halt diese ganzen Tempelanlagen, Bäume. Und es kam mir so vor wie ein Hotel, wo ganz, ganz viele ja, versuchten, ihre Erholung zu erlangen, aber sie nicht bekamen, weil sie doch noch immer in der Hektik und diesem Stress gefangen waren, des Alltäglichen, was sie davor erlebt haben. Und das, was wir mitnehmen, ist immer das,
was wir weiter pflegen. Und wenn wir die falschen Dinge im Leben mitnehmen, dann pflegen wir natürlich auch die falschen Dinge in uns. Und das ist das Unterbewusstsein, das große Unterbewusstsein, was unsere Träume formt. Und so kriegen wir den Kreislauf wieder geschlossen zu den Träumen, die wir hatten, haben und werden und die wir mitnehmen und die wir pflegen. Und ich frage dich an diesem heutigen Tag, in diesem heutigen Motivationsvideo, was pflegst du in deinem Leben? Und ich nehme noch mal einen Schluck aus der blauen Spirulina-Silizium-Mischungswasser-Krugsache. Und nur mal so als Zwischeninfo. Wenn du Selen zu dir nimmst, dann ist das eines der wichtigsten Inhaltsstoffe, um deine Jugend zu erhalten. Das ist auch mit Silizium so. Ja? Haut, Haare und Knochen werden wesentlich in der Unterstützung der Regeneration gefördert. Einfach mal schlau machen. Ne? Kannst du bei mir unten in der Bio schauen. Dort habe ich verschiedene Sachen verlinkt. Nicht alles, aber das meiste, was ich so fast täglich zu mir nehme. Und das ist ein großer Mehrwert. Jetzt juckt mir die Nase, aber lassen wir uns nicht von ablenken. Ein großer Mehrwert für unsere Lebensqualität. Und du wirst eine ganz, ganz lange Zeit in deinem Leben mehr Jugendlichkeit und Energie ausstrahlen, wenn du die richtigen Sachen zu dir führst. Aber das ist ein Teil der Ernährung in unserem Team, wo du dich gerne einfach melden darfst und wir dann für dich, ja, das Richtige zusammenstellen dürfen, um in deinem Leben das Beste daraus zu machen, was du zur Verfügung hast. Denn wir müssen immer schauen, was wir zur Verfügung haben. Und ich halte jetzt mal kurz was in die Luft hier. Ja, das ist ja quasi eine Werbesendung, eine Dauerwerbesendung mit dem Format, ja, Motivation am Morgen. Ne? Und das ist das Big Deep State Journal. Und wenn ich das jetzt mal so einfach mal kurz hier so in die Kamera halte, ja, da sind auch Blätter drin, die ich weiter bearbeiten muss oder weiter bearbeitet habe, die von außen kamen. Und es ist egal, wie es eigentlich aussieht. Ich zeige dir erstmal kurz, ob ich das finde. Ja, da sind so ein paar Sachen drin, ja, die du dir selber erarbeiten darfst. Da kommen die Tagesbucheinträge mit Texten, ja, die dich dann eventuell am Anfang motivieren, etwas aufzuschreiben. Und dann geht es nachher weiter mit dem Teil. Ja, da habe ich viel geschrieben, aber ich habe die Seiten noch nicht genutzt, ich habe die anderen Seiten genutzt. Da geht es weiter mit einem Gemeinschaftskartenspiel, ja. Das ist sehr, sehr tiefgründig, finde ich, und auch selber auszuprägen für dich. Ja, das heißt, danach kommt es in der Eigenausfüllung und der Eigenkreativ, auf deine Eigenkreativität an. So. Und dann geht es weiter mit den Elementen, wo du dann dein Abend mit abschließen darfst oder deinen Tag. Kommt immer darauf an, wo du deine Gedanken am besten fassen kannst. Und bei mir ist das immer vor dem Schlafengehen. Ja, da erinnere ich mich, was war am Tag gewesen. Dann gibt es diese Energieskala, ist quasi wie ein Level. Wenn du ein Gamer bist, kannst du da deinen Zustand deines Energielevels eintragen. Und das darfst du auch sehr kreativ machen. Es muss kein Kreis sein, es können Sternchen sein, es können Striche sein, es kann auch unterteilt werden. Also sei dir frei, das zu machen, wie du möchtest. Und dann ging das dann hier so weiter. Ne? Da sind noch ein paar Blätter zum Einlegen. Da bin ich noch nicht. Und da ist dann immer noch sowas. Ne? Ja, genau. So. Und das ist das Big Deep State Journal. Das ist ein Arbeitsbuch, ein Ideenbuch, auch ein Kreativbuch. Und es hat angefangen mit dem Big Gips Day. Das war ein kleines, ich sag mal, Tagebuch, ja, was auch für alle möglichen Ideen und kreativen Sachen zuständig war für mein Leben. Da habe ich ganz, ganz viele von für mich selber erstmal erzeugt. Und da habe ich gedacht, wenn das für mich so hilfreich ist, kann ich das doch auch anderen anbieten. Und dann habe ich es dann einfach mal online gesetzt. Kannst du einfach mal schauen. Ist ein kleines schwarzes Büchlein mit den Yang-Zeichen drauf, habe ich jetzt gerade nicht hier, aber das bringt's. Ne? Natürlich kannst du auch die anderen Bücher schauen, aber die sind alle unten verlinkt, wenn du Interesse daran hast. Ja, es würde mich sehr freuen, wenn du mich auf diese Weise etwas unterstützen magst. Und ja, machen wir weiter in der Geschichte. Ne? Also auf jeden Fall habe ich dann in der Motivation, in diesem Traum immer diese Wärme gespürt und du machst das Richtige. Dann habe ich mich umgesehen, dann bin ich nachher zu diesem Wesen hin und hab's gefragt, was machst du hier? Oder wie lange bist du schon in diesem Wasser? Und dieses Wesen, dieses feenartige Geschöpf, es lächelte nur und schwamm weiter in dem Wasser. Ja? Und dieses Wasser formte quasi sich um den Körper des Wesens und ich dachte, ist man jetzt in dem Wasser drin oder ist das Wasser um uns rum?
Und so ist es ja auch mit unserer Atmosphäre, mit der Luft, die wir atmen. Wenn wir immer nur uns in der Starre befinden, dann kommt nicht genug frische Luft in uns rein. Ja, wir halten sehr, sehr viele alte Luft in uns drin. Und das ist schon ein Faktor, wo du mit ansetzen darfst. Also komm in die Atmung, komm in die tiefe, entspannte Atmung, auch in den stressigsten Momenten. Denn genau da brauchst du die Ruhe, um richtig handeln zu können. Wenn dein Stresslevel zu hoch ist, dann wirst du Schwierigkeiten haben, klar zu denken und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Die größten Manager da draußen, die den größten Verantwortungsbereich ihres Lebens jeden Tag vor Augen haben, die haben eine Technik entwickelt, sogar sehr, sehr intuitiv, und halten in richtigen Momenten den Atem an. Und da klingelt es schon wieder. Und wenn wir den Atem anhalten können, jetzt nicht mittendrin, habe ich gerade gemacht, mittendrin, sollte man auch nur zu einem gewissen Zeitpunkt machen. Also gehen wir einmal in die Atemübung rein, okay? Also wir atmen einmal tief ein. Halten da die Luft an. Machen uns groß, der Brustkorb geht nach oben. Der Bauch wird dadurch ziemlich flach und nach innen gesogen. Ist gut fürs Zwerchfell. Und atmen dann ganz, ganz tief aus. Jetzt machen wir es einmal, ohne dass ich reden muss. Durch die Nase ist immer am besten, ne? Und ich habe gerade hinten in meinem Hals die Klappe zugemacht beim ausgeatmet sein. Und dann habe ich das quasi geöffnet und dann gibt es einen Rückstoß. Dann kommt die Luft von selber, strömt die durch das Vakuum, was du in dir drin erzeugt hast, wieder hinein. Und das ist eine sehr interessante Technik, um sich bewusst zu machen, wie sehr wir Sauerstoff brauchen im Leben. Ja? Und wie wichtig es ist, dass wir die Dinge einströmen lassen und ausströmen und dass wir auf dem Weg die Sache noch nutzen. Und es gibt Studien darüber, wie die Leistung steigt, wenn du nur durch die Nase atmest beim Sport. Viele Olympia-Weltmeister haben diese Nasenatmung für sich entdeckt. Ja, oder auch Militär und sowas werden diese Sachen für die Leistungssteigerung sehr angewendet, wenn man das richtige Training vollführt. Ihr kennt doch diese Menschen, die Masken anhaben. Ja, jetzt nicht die tagtäglichen Masken, die man leider draußen immer noch sehen zu dieser Zeit, sondern ich rede von diesen Masken zum Training, dass es schwerer ist zu atmen, um die Lungen zu trainieren. Wir sollten mehr die Dinge tagtäglich trainieren, ja, in uns und somit auch um uns rum, um die Schönheiten zu entdecken und die Möglichkeiten, die vor uns liegen. Und die Frage ist immer, wie kannst du dich motivieren? Also bei mir sind es verschiedene Sachen in der Ernährung, verschiedene Arten im Bewusstsein, was ich eben gezeigt habe mit dem Big Gips Day Journal, mit Y geschrieben. Und das kannst du unter 10 mächtige Tipps für mehr Achtsamkeit finden. Ja, das sind so Sachen, die uns geprägt haben. Wenn wir nämlich denken, dass jeder Fehler immer nur eine Verminderung ist unserer Tätigkeit, unserer Schöpferkraft, dann denken wir verkehrt. Die Fehler sind ja, wie man so oft da draußen hört, von den verschiedensten Codes, ja, der richtige Schritt in die richtige Richtung, weil dann kannst du dich reflektieren und neu ausrichten und dann reagieren. Aber die meisten Menschen bleiben halt in dieser Starre drin und können nicht mehr reagieren. Und in dieser Traumwelt, wo wir jetzt gerade sind, von der Geschichte, die ich dir gerade erzähle, ja, ging es weiter. Ich schaute mich um und sah dann ein wunderbar ausgeprägtes Gebäude aus Glas und harmonisch integrierten Holz, ja, Flanken. Die Bäume wuchsen fast da rein und da drauf und waren in Harmonie mit diesem Gebäude, mit diesem ineinander geformten Gewölbe. Es ging auch in eine Höhle weiter. Es war quasi integriert in die Welt. Und dieses Integrieren in die Welt, das war, glaube ich, die Symbolik dieses Traums, dass wir uns mehr, ja, die natürlichen Dinge zunutze machen dürfen und nicht immer etwas komplett verändern sollen, ja, und dann einstampfen und dann darauf etwas Neues bauen, sondern wir sollen schauen, was haben wir für Formen, was haben wir für Umfelder, was haben wir für Gegebenheiten in unserer natürlichen
in unserem natürlichen Lebensraum. Und wenn wir das dann festgestellt haben, können wir unsere Wünsche dementsprechend anpassen. Und es sind verschiedene Teile, ja, wie im Charakter. Ich bin gerade dabei, Charaktere in Formen zu bringen und das wortwörtlich. Ja, verschiedene Charaktere kann man in Formen bringen und verschiedenen, ich sag mal, Eigenschaften zuordnen. Da gibt es die Kreisform, die ziemlich rund ist, ne? Dann gibt es das Dreieck, was ziemlich spitz ist. Dann gibt es das Quadrat, was ziemlich viele Ecken hat. Ja? Was haben wir noch? Und den Stern, ganz, ganz wichtig. Der Stern ist was Außergewöhnliches, der sehr viel Fantasie und Ideen, ja, in sich erschafft. Ja, aber damit meistens oft viele Menschen mit seiner Energie, ja, vor den Kopf stößt und verwirrt. Und die Frage ist immer, ja, wie kann man die verschiedenen Charaktereigenschaften, ja, in sich erkennen und in anderen, um sie richtig zu nutzen. Ja, manchmal muss man gebremst werden, manchmal darf man geholfen werden, Fahrt aufzunehmen. Aber du bist immer der eigene Faktor in diesem Bereich, um deine Energie und deine Ideen wirklich in die Tat umzusetzen. Es hilft dir niemand dabei, Ja zu sagen oder Nein zu sagen zu den richtigen Dingen. Auch zu den falschen Dingen, da werden dir viele Menschen sagen, ja, wenn sie ihren Vorteil darin sehen, komm, mach das. Aber du musst doch entscheiden, ob du diesen Fehler begehst oder nicht. Und du wirst es meistens auch erst im Nachhinein erkennen, ja, ob du einen Fehler gemacht hast oder wie du, ich sag mal, deine Flügel ausgespreitet hast, ja, und dann durch die Welt fliegst. Ob du mehrere Dinge auf einmal machst oder eine Sache, ob du den nächsten Schritt machst auf den Stufen deines Lebens und den Berg beschreiten kannst, um dann neue Horizonte zu sehen. Es ist wichtig, dass wir klare Augen haben, einen gesunden, wachen Verstand. Und das geht nur, wenn unsere Organe auch richtig funktionieren. Darum lege ich dir hier sehr ans Herz, auch mal über dein Bewusstsein und deine Gesundheit nachzudenken. Denn durch das Bewusstsein formen wir unsere Gesundheit. Hier wie mit dem Wasser, ja, die Ernährung. Also trink genug gutes, reines Wasser. Nimm dir die Zeit zu schauen, was braucht dein Körper? Wie gehst du mit deinem Körper um? Ist das wirklich jetzt gerade das Optimum oder kann ich noch was verändern? Eine kleine Stellschraube, ja, an einer kleinen Stellschraube drehen, um mein Potenzial besser zu entfalten. Und ich merke, wenn ich meine Dinge immer ein bisschen wenig optimiere, da geht immer noch mehr. Und ja, unser Team ist dafür auch ausgelegt, verschiedene Dinge in dir zu öffnen, dich darauf hinzuweisen. Was kann man machen? Und das mit unserer Erfahrung ist so eine prima Sache. Oder also komm zu mir und zu anderen aus meinem Team, unserem Team, denn unser Team besteht auch aus dir. Stell dir vor. Denn du bist ein Teil unserer bewussten Welt. Und ich möchte dich hier anleiten, ja, die Verbindung aufzunehmen. Es kostet dich nicht viel, es kostet dich eher weniger. Es kostet dich aber dann doch umso mehr deiner Überwindung, zu glauben, zu verstehen und zu wollen. Und ich nehme jetzt nochmal einen Schluck und freue mich, dass du hier bist. Hier in diesem Video, hier in dieser Umsetzung deiner Ideen und Träume. Und es ging dann weiter in diesem Traum. Ich habe mich anscheinend in dieser Welt frei bewegt und habe dann noch ein riesengroßes, fälliges Wesen gesehen, was dann dort in der Ecke lag unter so einem Baum. Ich denke, was ist das denn für ein tolles Tier? Ist das eine Statue? Ich wusste es nicht. Auf jeden Fall musste ich mit dieser Kugel, ja, an diesem Tier hochrollen. Ich wusste nicht warum, aber ich habe es einfach gemacht und es war eine schwere Kugel. Aber ich konnte mich schön griffig an diesem Tier, an diesem Fell, was eine Mischung war aus Fell- und Federkleid, ja, und eher wie eine Steinstatue mir vorkam, hochkruffen, sage ich mal. Ja, die Kugel hatte ich hier liegen am Bauch und zog mich dann mit der Kugel an diesem Fell hoch. Und du wirst jetzt meinen, ich erzähle hier nur Quark. Aber es ist doch das, dass wir erkennen, wie halten wir uns fest, wie kommen wir irgendwo hin mit den Dingen, die wir mitnehmen wollen, um anderen diesen Mehrwert, diese Sache zu zeigen. Und ich habe auch mal, ganz andere Geschichte, da war ich auf einem Berg spazieren, einen großen roten Stein gefunden. So ein Kavenzmann. Ja, so. Also so und so. Also bestimmt schon einige Kilos schwer. Gut, dass ich eine Leinentasche dabei hatte. Diese Leinentasche habe ich verwendet, um diesen Stein einzupacken. Er passte gerade dort rein und habe das dann so vor mich getragen. Und in anderen Positionen. Auf jeden Fall wusste ich nicht, wann wir wieder nach Hause kommen, denn ich habe diesen Stein auf dem Hinweg schon mitgenommen, weil auf dem Rückweg wären wir vielleicht nicht dort gegangen und hätten diesen Stein nicht wieder getroffen. Und das ist das genau, was wir auf dem Weg sehen, sollten wir
auch visualisieren und dann darauf reagieren. Möchtest du eine Bekanntschaft machen, die du gerade siehst vor dir, dann nutze sie. Denn du weißt nicht, ob, wenn sie an dir vorbeigegangen ist, noch da ist oder wenn du wiederkehrst. Also such dir nicht die Entschuldigung und sag, das mache ich später, sondern mach die Dinge, ergreif sie jetzt im Hier. Und dann habe ich diesen Stein genommen, auf dem Hinweg schon, dann sind wir damit schon spazieren gegangen, auf dem Weg weiter rauf, das war ungefähr die Hälfte vom Berg, und dann nachher wieder runter. Und ich hatte das als Motivation, ich sagte, nein, den nimmst du mit, den lässt du nicht fallen, diesen Stein, den trägst du bis zum Schluss, bis nach Hause, und dann hast du da noch Jahre was von. Denn ich hatte mir vorgestellt, diesen Stein in meinen Hof zu legen und nachher in mein, was da geplant ist, alles mit dem Onsen und dem Wellnessparadies. Das habe ich mir alles vorgestellt, ja. Und je stärker wir etwas visualisieren, desto mehr kommen wir in die Umsetzung. Und ich mache diese Beiträge und diese Sachen, um auch meine Träume zu realisieren. Und meine Träume sind die Träume von dir. Ich möchte dir helfen, Träume zu verwirklichen und durch meine Energie dir ein Umfeld erschaffen, was dir mehr Harmonie und Freude erschafft. Und dieses Onsen und dieses Wellnessparadies und was ich da alles im Gewölbekeller geplant habe, das sind Salzgrottenbäder und all sowas. Aber das muss man natürlich mit Kapital und Ideen erstmal erzeugen. Und ich darf diese Visionen und Fantasien aussprechen hier, ganz mutig. Denn wenn wir nicht etwas aussprechen, was wir uns vorgenommen haben, ja, und das immer wieder uns vor Augen halten, das sind diese Vision Boards, die so viele sagen, häng dir deine Träume an die Wand, dann kommst du auch näher daran. Viele Menschen leben aber nur im Konsum und möchten immer nur ein Auto haben und ziehen dieses Leben vor. Und dann haben sie im Nachhinein nichts mehr, weil sie quasi viele, viele Kredite aufgenommen haben und viele Schulden aufgebaut. Und das möchte ich vermeiden. Ich möchte mit den Mehrwerten, die ich schenke, die ich gebe, die ich anbiete in meinen Dienstleistungen, euch weiterhelfen. Und du siehst ja, dass das ein sehr krasses Video ist, sehr spontan, aber doch mit Vorbereitung. Jetzt waren wir gerade in der Beziehung und in dem Vertrauen, ja, zu eurem Partner. Und jetzt gehen wir mal ins Unternehmen rein. Du als Mitarbeiter oder du als Chef. Fühlt euch beide angesprochen, um in die Beziehung zu gehen, in die Kommunikation. Und jetzt mal die Frage an dich als Mitarbeiter. Wann hast du dich das letzte Mal für deinen Mitarbeiter interessiert, ob es ihm in der Familie, in der Beziehung gut geht? Seltenst ist das der Fall, oder? Oft wird da gelogen und betrogen und eine gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Und das erzeugt auch ein schlechtes Arbeitsumfeld, wo es im Unternehmen zumal oft nicht gemerkt wird. Und das kostet dich Geld als Unternehmer. Und jetzt mal aus der unternehmerischen Sicht. Ja, wann hat der Mitarbeiter sich nochmal für dich als Menschen interessiert und nicht als Chef? Ganz, ganz interessanter Standpunkt, oder? Und in diesem Punkt, wo der Unternehmer dich fragen würde, hey Chef, hey, wie geht's dir? Wie läuft's so? Was machst du so in der Freizeit? Ist zwar eine komische Frage zum Unternehmer, ja, weil normalerweise bist du als Unternehmer, ja, firmentechnisch, unternehmerisch ja ziemlich gut gebunden. Aber wenn du doch ein Hobby hast, was du irgendwann wohl mal gehabt hast oder haben werden möchtest, wollen, wieder, dann kannst du darauf auch antworten oder mit deinen Interessen. Du kannst deine Interessen als Hobby ausdrücken und sagen, hey, ich habe diese Interesse und jene und toll, dass du fragst, hast du mal Bock, irgendwann mal mit mir was zu unternehmen? Als Unternehmer, mit deinen Angestellten. Aber dann baust du eine Beziehung auf, eine Freundschaft und diese bringt dir einen Mehrwert, weil die Mitarbeiter, ja, die Arbeitnehmer, sich dann mit dir, mit deinem Unternehmen identifizieren können. Und das bringt dir den Mehrwert. Das bringt dir die Pluspunkte in Beziehung und setzt dich ab zu anderen Unternehmen, weil sich wirklich deine Mitarbeiter mit dir als Persönlichkeit identifizieren. Du bist dann die Marke deines Unternehmens. Dein Name ist die Marke, deine Persönlichkeit. Und das prägt deine Mitarbeiter. Und so schaffst du Erfolg und Tatendrang und Umsetzung. Und die Fehlerquote im Unternehmen wird auch weniger. Urlaubs Sachen
werden auch anders geregelt und Krankentage reduzieren sich drastisch. Ja? Der Einsatz deiner Mitarbeiter steigert sich, ich sag, fast ins Unermessliche, wenn du ihnen den Mehrwert schenkst und mit ihnen in Beziehung gehst. Und das ist mein Thema. Also teilen, liken, lieben, leben und kommentieren. Aktion Mittelstand, Dennis Kuhl. Ich wünsche euch was, haut rein und kommt einfach mal in Kontakt. Ja, der Persönlichkeitsstammtisch gibt es auch noch. Bis dann. Daumen hoch für alle zusammen. Ne? Ja.